Na gut, oder? Wenn jemand schon Angst hat, dass er überhaupt entdeckt wird, das kann ja sowieso nichts Gutes heißen. Gäh. Gäh. Forschst's wie im anderen. Gäh. Forschst's wie im anderen. Gäh. Warum brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ja, die haben was miteinander, gäh. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Na schau, wen haben wir denn da? Hey, Leute, seid nicht so laut. Ich will nicht, dass Bonnie uns hört. Okay, also, kann das Produktionsmeeting losgehen? Wir haben eine ziemliche Nacht vor uns. Ich hoffe, ihr wollt euch schmutzig machen. Ich mache mich doch gern schmutzig. Genau das wollte ich hören. Oh Gott. Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin. Nein. Nee. Erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da. Ich glaub, und du das erste Mal in einer Bibliothek. Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag. Das habe ich nicht allein geschafft. Ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. Ah, das war doch nichts. Hey, keine falsche Bescheidenheit. Wahrscheinlich hätte ich schon 100-mal aufgegeben, hätte dieser Kerl mich nicht motiviert. Ich mache nur meinen Job. Oder vielleicht sich einfach noch angemacht. Geil. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Ja, klar, der schlechteste. Ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Stimmt wohl. Sowas sieht man ganz sicher nicht jeden Tag. Das will ich doch hoffen. Warte, so... Sollten wir nicht los? Ja, also, kleine Planänderung. Was? Als Robert und ich all diese Artikel lasen, wurde klar, dass es eine Chance sein könnte, Orte im Stahlwerk zu finden, die noch direkt mit Stone verbunden sind. Wo wir drehen können. Wir brauchen nur ein paar Minuten zum Durchsehen. Dann bleibt uns ja nicht viel Zeit. Glaub mir, es wird sich lohnen. Das ist die einzige Chance, zum Werk zurückzukehren. Mich würde jetzt aber eigentlich interessieren, trophäentechnisch. Ich gehe ja ab und zu auf die ein oder andere Trophäe zu. Manche Sachen sind halt Entscheidungsmöglichkeiten, was man quasi so laufe der Geschichte halt so treffen kann. Alles drum und dran. Okay, da kannst du halt das Geld fladern, maximale Entwicklung. Ja, und dann halt so Sachen wie zum Beispiel mit Überleben, alles drum und dran. Aber mich würde es auch noch interessieren, Sammelstücke, alle Artefakte, alle Überlebten, alle werden getötet. Das ist auch so was relativ chilliges, mäßiges, Geschichtenerzähler. Ja, und dann halt noch so ein bisschen so Fähigkeiten-Check. Schnittraumetagen könnte vielleicht wieder komplizierter werden. Das könnte definitiv komplizierter werden. Weil ich kann mir schon relativ gut vorstellen, die wollen wahrscheinlich vielleicht jeden einzelnen Entscheidungspunkt haben. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Dadurch, dass ich hier auch
da immer so wieder fleißig, weil ich werde mich eher mehr auf die neuesten Orte konzentrieren. Da, ich will jetzt nicht sagen, dass wir schnell durchrushen. Ich bin einfach kein Fan. Dass wir eher quasi an gewisse Orte sich dann ein bisschen doch genauer umschauen, wo wir vielleicht zu wenig geschaut haben oder vielleicht unabsichtlich was übersprungen haben oder sonst noch was. Oder Orte, wo wir vielleicht noch gar nicht waren. Sollte ich mir Sorgen machen, weil sie sich nach einem Tag schon so gut verstehen? Sie wusste kaum was von Robert und jetzt sind sie unzertrennlich. Eifersüchtig. Sie sind Freunde, Jaime. Aber manchmal sehnen sich Freunde nach etwas mehr. Etwas mehr Leidenschaft. Okay, hör auf. Noch richtig Salz in die Wunde. Ich habe etwas für den Sim überlegt. Sieh mal hier. Die haut doch Salz in die Wunde rein. Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich habe es Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris Recherche hätte ich nie davon gewusst. Chris und Roberts Recherchen. Wenn sie dir wirklich solche Sorgen macht, dann solltest du vielleicht mit Chris reden. Okay, mach ich vielleicht. Okay, toll. Absolut toll. Okay. Cool. Dann mach. Red. Oh, ja. Huh? Was ist das? Ist ein Bild von Frank Stone. Ah, das Datum. Ja. Oh, ja. Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Oh. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn Mitarbeiter des Monats. Frank Stone, Maschinenhalle. Bester Mann ever. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Huh? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Hey. Hey. Wirkt echt gruseliger als wie das eigentliche Spiel, oder wenn du grinst. Bonnie. Ah, jetzt lass endlich das verlogene Gerede. Aber... sag mir einfach, was ihr da dreht. Tu mir nicht. Ich bin ziemlich sicher, deine Freundin hat was anderes gesagt. Nein, wir wollen einen Film ansehen. Mhm. Tun wir. Ansehen. Stimmt das? Ja. Okay, cool. Welchen Film? Kann ich mit? Es ist, also... Curse of the Midnight Sun. Dann geht's um eine Sonne um Mitternacht? Ja, weiß nicht, ob du das magst. Klingt irgendwie dumm, aber naja, wenn ihr da hingeht. Ist so eine Art Doppeldate. Chris und ich und Robert und ich zusammen. Geil. Nun, dann sollten wir mal los, sonst verpassen wir unseren Film. Kommt, Leute, damit wir uns auch noch Popcorn holen können. Ich mag meins mit Butter. Cool. Was denn? Das klang irgendwie jetzt gerade pervers. Was viel nicht. Spaß beim Film. Ich weiß nicht. Also die sind jetzt gerade alle so dermaßen steif gewesen bis zum Gehtnimmer. Aber ich mag meins mit Butter, Tiki. Woran habt ihr kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Weißt du, das kam jetzt irgendwie pervers. Einfach doppeldeutig. Weiß er nicht. Aber doppelt hält besser. Ja, mit Gäste, dem T-Shirt. Ich präsentiere das Artig, was das T-Shirt da hat. Da haben wir irgendwie drüber mal ab. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Irgendwie tut mir der Bray richtig leid. Ist ja schade. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Wissen wir wirklich. Achtung, Stolperfalle. Okay, hier lang.
Gab's nicht vorher noch eine Entscheidungs... kommt wahrscheinlich, kommt erst. Aber ich wollte gerade sagen, so, da gab's ja noch die Entscheidungsmöglichkeit. Wollen wir den kürzeren oder den längeren Weg? Ich bild meine, da war was. Da war ja was. Einatmen. Scheiß dir nicht an. Sehr was. Kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Okay. Von hier aus gibt es zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeigt uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber den da Weg kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Egal, scheiß drauf. Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber nee, wir wollen kuscheln. Wir wollen unbedingt entdeckt werden. Mittelmäßig. Also, wo lang? Na, klettern, sicher. Lasst uns das möglichst simpel halten und keine Zeit verlieren. Okay, okay, wir müssen nur aufpassen wegen meines Dads. Werden wir. Ja, komm, der Scheiß den fühlt zu sehr auf. Spring rüber. Der hat ja nur gewartet, der wollte die Schuhe angreifen. Auf Fußsäule. Fußfeld. Der kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht. Solange ich denke. Schau. Ist einfach sein Ding. Da haben wir klar einen Unterschied vom Sammeln hier. Kindheit war babamäßig. Sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. Das finde ich gut. Eine coole Schlagzeile. Wie war der Titel? Der Mann, der Stoneblumen muss. Verdammt. Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Umgesponnen. Wie ist denn da umgekommen? Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Ja, da kannst du eigentlich hier drüber klettern. Ich will ja nicht so sein. Ah, da! Die steht mitten im Weg, die Tante, Alter. Ach so, ein Bitch. Ich hab noch Mathe Bitch. Definitiv. Oh. Steht die gleich mitten im Weg, Digi. Aber das sollte normalerweise hier. Ja, genau. Das sollte was ganz, ganz Neues sein. Mutter-Tochter-Ring. Interessant. Nicht schlecht, der Specht. Muss aber trotzdem halt sagen, der Anfang zieht sich halt. Der Anfang zieht sich halt. Das ist halt das Problem. Das muss man halt in Kauf nehmen. Wenn man es einmal wieder komplett von neu spielen müsste. Es zieht sich halt ein bisschen. Ich würde es cool finden, wenn der vorderkommt. Ja, ich habe jetzt ein ganzes Auto. Versteckt euch alle. Damals beim ersten Durchgang, ich habe es ja gesagt gehabt, das Auto. Wie wird der sich jetzt melden? Ich werde zu alt für den Mist. Ja, sicher hätte er sich gemeldet. Hätte doch angeklopft. Los. Barbara. Wie deppert kommt uns. Oh. Victor erwähnt. Aufpassen. Oder auch nicht. Oh. Ich liebe es hier. Mal sehen, was wir da drin finden. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Das wäre normalerweise der perfekte Moment für ein Quicktime-Event gewesen. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Perfekt für ein Quicktime-Event. 100%. Bist du denn sicher, dass wir hier... sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Das kann ich nicht versprechen, aber... Wie wird da noch Strom? Zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Danke. Gibt's eine für jeden? Ja.
ist da drin? Naja, die Taschenlampen, mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsliriegel, drei Regenmäntel, erste Hilfeset. Was ein Ex-Könner dazu? Wenn hinter dir so ein Serienmörder hier ist, frisst der Müsliriegel und dann bist du wieder schneller als wieder Flash. Vorsicht. Rennst du dem einfach davor? Oder bewirfst du ihn damit? Vielleicht hat er einen Hunger. Vielleicht rennt er da die ganze Zeit nur noch, weil er einen Hunger hat. Weil er genau die Müsli-Riegel fressen will. Wer weiß, wer weiß. Aber gewisse Passagen, da kann man eher straight gleich mal durchlaufen. Weil man quasi gefühlt eh auch alles gesammelt hat. Das ist dann eh gut. Und gewisse Passagen muss man dann einfach nur nochmal machen. Wir sind unter dem Stahl. Vielleicht irgendwas vergessen hätte. Fast da. Sonst nicht so wirklich Dramatisches. Hat dein Dad nie was aber von sicher Nacht auch erzählt? Mir selbst. Nacht? Ganz sicher auch das ein oder andere Verpasspaar auch noch dabei mit gewesen Frank Stone? Sein. Auch wenn ich mich brav umgesehen hätte. Nur einmal. Ich war noch klein und eher ziemlich betrunken. Muss ich gleich durch, gell? Oh. Oder auch nicht. Oder auch nicht, Digi. Wer weiß, wer weiß. Oh, da hätten wir gleich eine Puppe da liegen. Hey, Puppe! Hey, Puppe! Au! Sowas hier lassen? Bin mir zwar nicht sicher, ob. Sag mal her, ist es jetzt wirklich was Neues gewesen? Wirklich was Neues! Geschlechte! Ja, das ist super! Da fehlen mir eh nur noch zwei Puppen. Ich kann mir eh relativ gut vorstellen, dass es eher so. Viele Sachen eher so gegen Ende auf mich warten, habe ich so eher das Gefühl. Ich habe eher so das Gefühl, dass eher so am Ende auf mich das ein oder andere warten wird. Vom Gegenstand her, aber war es ja nie. Achso, ja, da brauchen wir ja wieder den Schlüssel. Muss ich gleich wieder drüber kraxeln. Da brauchen wir ja was. Ich bin halt dafür. Gerade wenn ich der Haberer wäre von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte die da alleine herumgelassen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Na, sammeln wir nicht ab. Ich sollte zu Robert zurück. Bin nicht so überzeugt von Lindas neuem. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, ich hätte viel zu viel Angst, wahrscheinlich nie mehr mit dass mir was passiert. Ich wäre wenigstens mit ihr mitgegangen oder irgendwas in der Richtung. Oder hätte ich gedacht gehabt, so, wurscht, Ventilator, zerfleischt, super. Wie jetzt zerhäckselt, babamäßig. Okay. Haben wir wenigstens also, was verschiert. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Er zeigte mir seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt! Ich wusste nicht, dass es so krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Oh, wow. Was hat er noch erzählt? Nur, dass er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Hm. Du klingst enttäuscht. Nein. Nein. Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Naja. So ein paar gute Nachtgeschichten vom Serienmörder Frank Stone. Ja, na sicher, das ist eh super, Leimann. Danach kann man sicher als Kind richtig gut schlafen. Daddy, Daddy, bitte erzähl mir wieder was vom Serienmörder. Ich wäre dafür. Ja, moin. Ich könnte sicher besser einschlafen. Oder besser gesagt, vielleicht sogar nie wieder. Was der ab und zu muss man halt schauen. Ab und zu muss man halt schauen. Man könnte ja was verpassen. Ich glaube, das ist es. Da oben. Aber finde ich schon mal leimend, dass halt so
mit Graffiti und alles drum und dran, dass halt welche schon mal da waren. Das finde ich gut. Finde ich cool. Hat so ein gewisses Feeling, finde ich. War da eigentlich nicht in dem Bereich die Leiter kaputt? Oh, na, ist ein anderer Einstieg. Ja, Robert, du bist ein Genie. Gute Idee. Macht keinen Sinn, weil wir haben ja dort, wo der Scooter ist, Robert. Haben wir ja die hinnige Leiter. Los, Leute, es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Na, warte mal ab, Alter. Das ist uns fix bald hier, 100%. Frankston macht sich schon mal langsam bereit. Er macht sich schon langsam ready. Wird sich schon langsam aufwärmen. Und cut. Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Murder Mill. Saubere Arbeit, Leute! Yay. Das ging aber echt schnell. Voll auf sie geschießen.